Hallo und willkommen zurück bei Pokémon Feuerrot. Hier im letzten Part haben wir uns von Rocco den ersten Orden abgegriffen. Und dann sind wir gleich zum Felstunnel gegangen und ja, sind wir nun mal hier. Jetzt sind wir halt in der Azuria City gelandet und werden jetzt uns mal die Nugget-Brücke vorknüpfen. Ich habe auch witzigerweise durch Zufall habe ich die Speed-Taste gefunden. Ja. Kann ich vielleicht mal irgendwann vielleicht ein paar unnötige Sachen, sage ich jetzt mal, ein bisschen schneller abspielen lassen. So, natürlich fängt uns unser Rivale nochmal kurz ab, uns mal weiter zu messen. Er hat jetzt auf jeden Fall ein paar Pokémon mehr. Er hat halt 4 Stück schon. Tauboga, Level 17, also deswegen sage ich mit Glutex, so könnte es sogar ganz schön knapp werden. Ich bin zwar Level 24, aber er hat halt 4 Pokémon. Mit dem Instantwirbel. Genauigkeit sinkt. Ruckzuckieb. Trifft trotzdem. Tauboga down. Gut, Tauboga dachte ich jetzt auch schon, ist noch kein Problem. Aber Shiggy wird vielleicht eins sein. Mega Hieb. Hoffentlich trifft es. Bam, Junge. Ins Gesicht. Gut, seine Verteidigung wird jetzt natürlich hochgehen, das heißt. Na gut, wir versuchen es mal trotzdem nochmal mit Metallklaue. Es trifft wenigstens. Oh, what? Achso, ja. Ah, ich vergaß. Ich vergaß. Was? Aquaknarre so wenig? Na, war mir klar, es war mir so sehr klar. Ich würde mich halt komplett mit Aquaknarre zuspammen. Bam, noch ein Punch. Aber keine Sorge, ich habe Tränk. Kratzer müssen wir noch trotzdem töten, oder? Ja. Shiggy besiegt. Das hat er nochmal an Abra. Ja, gut. Das wird uns jetzt nicht gefährlich werden. Ich glaube, es hat auch keine Kraftreserve oder so. Deswegen. Na gut, das muss die Geschichte sein. Es. Was hat er als letztes? Ach, Ratzfatz, ja. Ich weiß, ich glaube, es müsste mit dem Blutgeschichte. Es macht Druck zu Keep. Es müsste mich am. Oh doch, es killt mich sogar. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Komplett nicht, komplett überhaupt nicht kommen sehen. Aber gut, dann beschleunigen wir das mal. Und battlen uns erneut. Das war jetzt ein bisschen schnell Durchlauf, weil ich auch gerade die Taste gefunden habe. Ja gut, Blut, let's go. Shiggy, mach mal Mega Heat. Das trifft sogar. Zack. Und dann. So, jetzt haben wir den Rivalen besiegt. Ja gut, dieser Ruckzuckieb habe ich ja. Ich wurde vom Ratzfatz besiegt. Das ist halt unglaublich. Soll ich dir was verraten? Ich war bei Bill und habe mir seine seltenen Pokémon zeigen lassen. Das hat mir einige Einträge in meinen Pokédex gebracht. Bill ist weltweit als Pokémaniac bekannt. Er hat das Pokémon-Lagerungssystem für den PC entwickelt. Okay, also er ist der Erfinder der Boxen. Ah, hab was vergessen? Ah ja, genau. Du tust mir leid. Nein, wirklich. Du misst dich immer so ab. Darum will ich dir einen Gefallen tun und schenke dir das. No, er ist sogar mal nett zu uns, ne? Aber wir werden ihn später auf jeden Fall noch wieder treffen. Ist gar nicht mal so lange her. So lange hin. Ja, wahrscheinlich. So, jetzt müssen wir uns gegen 5 Trainer stellen. Ropey, Ropey. Na gut, das ist auch Level 10, wird halt alles noch kein Problem sein. Ich würde vielleicht nochmal zum Pokécenter gehen können. Also so eine Wege wie Pokécenter, dass ich die da mache, vielleicht Kämpfe, die lange dauern oder so. Die werde ich alle mit ein bisschen Geschwindigkeit überspringen, sage ich jetzt mal. Aber, naja, will es halt nicht so oft usen. Soll hier kein Speedrun werden. Na gut, alles auf Korn ist alles Snacks für Glutex so.
Und down. Wir sind auch Level 26. Aber wir müssen gleich unser nächstes Teammitglied fangen. Ich weiß gar nicht, ob wir damit einen Pokéball weit kommen. Ich bin Nummer 2. Dann zeig mal her. Gut, das sollte auch alles easy sein. Na gut, unser Glutex ist auch Level 25. Aber es ist halt auch das einzige Pokémon, was ich momentan habe. Das wird sich gleich ändern. Das Pokémon habt ihr ja schon gesehen. Beim Gegner. Welches ich mir fangen werde. Ah, Knopfen ist auch gut tot. Besiegt. Es stirbt ja nicht. Da, besiegt. Ja, lass mich in Ruhe. Eine Herausforderung von Teenager Frieda. Die Namen sind halt auch gefühlt. Ja, hat man einfach noch gefragt, so, ey, welchen Namen haben wir denn noch nicht gehabt in diesem Game? Da kam Frieda raus. Level 26, yep. Ich glaube Level 33 erlernen wir erst was. Ah ja, Bedroher. Wenn man den Angriff von Glutex so juckt mich nicht, dann musst du trotzdem Geschichte sein. Yeah. So, und hier konnte man auch damals bei Pokémon Gelb den Mew-Glitch auslösen. Und zwar mit Fluchtseil oder mit Teleport. Das ist quasi Mew erschienen ist. Ich weiß nicht, ich glaube, das hat sich abgeändert mit Gelb. Müsste man, glaube ich, ein bisschen was anderes machen. Sicher bin ich mit dort, aber da aber auch nicht. Ich bin Nummer 5. Ja gut, wir rein theoretisch müssen wir uns gegen 6 Trainer stellen, aber allein nur einer Nagelbrücke sind das 5. Fußkick, no. Ich bin so kein Fan von Kampftypen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir kriegen sogar in diesem Game sogar einen Kampftyp geschenkt, der nicht mal schlecht ist. Ich glaube, das ist Kikli und Nocturne. Aber es ist wirklich so sehr Interesse darauf. Habe ich nicht. So, Nuggets kriegt ihr als Belohnung. Aber es stellt sich heraus, ist ein Rockedrüppel. Der kriegt erstmal direkt auf die Schnauze. Ah, Bedroher, ja, wieder Angriff runter. Ist mir scheißegal, denn du tötet dich trotzdem. So, noch im Angebot, Zubat. Okay, das sind halt die klassischen Rocket-Pokémon. Volltreffer so, ja, sogar, also ist egal. Ist wäre trotzdem gestorben. Na, besiegt, ja, ich wechsle das jetzt immer. So. Bei deinem Können wärst du im Team Rocket leicht die rechte Hand vom Boss. Jetzt schon! Denk drüber nach, lass dir die Chance nicht entgehen. Was ich jetzt nochmal anspreche. Achso, okay, er laut das gleiche. Ich würde sagen, machen wir den Trainer jetzt. Jetzt müsste man quasi das Fluchtseil einsetzen und. Oder Teleport. In dem Moment, wo das Ausrufezeichen kommt, muss man halt die ganze Zeit Start spammen. Also bei Gelb und bei Blau wohlgemerkt. Und Rot. Grün weiß ich. Hab ich keine Ahnung, ob es bei Grün auch war. So, Ratzfratz. Let's go. Okay, Level 27. Vor dem Felstunnel sollten wir auf jeden Fall, oder am Fels, oder nach dem Felstunnel knapp, sollten wir dann schon das Glurak haben. So, der wäre dann auch besiegt. Na gut, dann suchen wir jetzt mal das Pokémon. Ich will ein bisschen schneller machen. Nein, Mirapla ist es nicht. Es ist
auch kein Hornlio. Es ist auch kein Raupi. Es ist auch immer noch kein Mirabla. Hornlio auch nicht. Taubsi, ja, das hatte ich mal immer am Anfang gesagt, damit ich mal so eine Fliehkugel habe. Einhorn, Raupi, ich wollte dich auch nicht haben. Sonst hätte ich dich ja schon im Bertania-Wald gefangen. Auch Taubsi, no. Aber ich kann mal einen Taubsi besiegen. Oh, ich bin Level 27 bin. Ah, Grimasse kann man ja noch lernen, aber... Nein, danke. Nein, danke. Das ist, yay! Ein Abra! Oh, sie ist auf Flüchten gegangen. Ich voll Idiot. Ich voll Idiot. Ja, das ist unser nächstes Teammitglied, ein Abra. Quasi Kadabra, wie gesagt, Simsala werde ich ja dann nicht tauschen. Also Kadabra werde ich ja nicht tauschen, damit ich Simsala kriege. Und ja, es ist ein ziemlich starkes Psycho-Pokémon in der Gen. Und deswegen, ja, habe ich immer gerne genommen. Das ist einer meiner Lieblings-Pokémon. Pokémon von der Gen. Müssen wir natürlich noch ein bisschen gucken, wo wir... Also ich hoffe, dass der Pokéball halt reicht, ne? Das ist halt sehr knifflig. Wir müssen es halt so, sofort versuchen zu fangen. Und nicht, dass ich keine Pokébälle mehr habe. Na, es bricht sofort aus und ciao. Ja, Level 10 ist halt schon relativ hoch für den Pokéball. Vor allem, wir haben halt nur einen Versuch, das halt leider ein bisschen blöd ist. Wir müssen halt gucken, wie wir dann Abra, wir müssen es halt noch trainieren. Bis Level 16, dann entwickelt sich das. Oh, ah, das ist Level 10 sogar easy. Toll, Abra wurde gefangen. Für Abra wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Es schläft 18 Stunden am Tag. Währenddessen setzt es eine Vielzahl zusätzlich in. Nein, auch Namen werden wir auch ihm nicht geben. Ah, komm. Tschüss. EP-Teiler werden wir auch diesen Playthrough nicht wirklich benutzen. So, dann werden wir sagen, trainieren wir das einfach. Müssen es halt leider tauschen, aber anders geht's halt nicht. 6 Level braucht es. Ich könnte ja 2 Sonderbonbons nehmen, aber wieso? Ah, hier haben wir noch ein Item. Hier waren damals quasi einen Typen. Hat, glaube ich, Glumanda hat man bekommen bei Gelb. Anziehung, TM45. Ich komme gerade vom Mondberg und bin topfit. Das soll mir jetzt sagen, du bist auf jeden Fall noch eigentlich innerlich ein junges Kerlchen mit einem knackigen Marsch. Macholo. Macholo. Jeder. Spricht das anders aus? Nicht Bericht tauschen, bitte. Silberblick. Verteidigung sinkt. Yeah. Bringt dir nichts, weil du bist instant tot. Besiegt. Hashtag. Das Witzige ist, wo ich damals Rubin gespielt hatte. Ich hatte halt quasi keine Ahnung von den Pokémon wirklich. Bei Feuerrot habe ich ja auch quasi so relativ geskippt. Sage ich erstmal, ich wollte es schnell durchhaben. Und dann dachte ich halt wirklich, wo ich so Abra gesehen habe, ich war ja sowieso Mewtwo-Fan. Dachte ich so, es hat übelste Ähnlichkeit von Mewtwo. Mewtwo. Aber, naja, gut. Wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, war ich auf jeden Fall komplett boosted dumm. Jetzt überspringen wir mal ein bisschen. Level 11, yeah! Ach komm, setzen jetzt einfach die scheiß Sonderbonbons ein. Müssen auf jeden Fall, Abra muss sich auf jeden Fall selbst wehren können. Also beziehungsweise Kadabra, weil Abra wird es nichts wirklich. Level 13, da sind es nur 3 Level. Ich denke mal, nach den ganzen hier wird es vollbracht sein.
Ja, zum Beispiel wenn hier, ich gebe auch Bericht, Bericht. So weiß nicht, also nicht Mewtwo so krass ähnlich, aber wenn man sich den Film reingezogen hat, dann sieht das schon Wesenhart, habe ich gar nicht gesehen gehabt. Müsste ich jetzt lügen, wenn ich wissen würde, was jetzt, nee, wüsste ich jetzt nicht genau, was das jetzt mit unseren Statuswerten macht. So, Glut, let's go. Ein Habitak hast du auch noch am Start. Aber nicht Teleport, ich wollte schon einsetzen. Oder halt einfach nur fehlschlagen. Oh, für Glutex ist das alles keine XP mehr. Gut, wir werden jetzt mal die Dinger hier in Schnelldurchlauf machen, bis wir halt Kadabra bekommen. Gehen wir mal Kratzer, let's go. Also, 14 haben wir ja schon mal. Oh, nix, Level 17. Ja, das gibt gut XP. Hat gerade Steinhagel auf mich gesetzt. So, gib mir XP, Baby. Gib mir XP. Oh, jetzt habe ich auf jeden Fall vergessen zu tauschen, ich Idiot. Oh, weiter geht's. So, Kleinstein. Der hat gute viel Pokémons, also... Ah, ich hoffe nicht, dass hier mein Ding ist ab. Oh nein, aber egal, es stirbt trotzdem. 15, noch ein Level, let's go. Oh, nix. Nee, Kleinstein. Oh, nix wäre mir lieber, es gibt mehr XP. Und ich brauche XP. Hallo, okay, gut. Ich kann mich halt mit Ding jetzt nicht wehren, ne? Ich werde auch jetzt einen Trank einsetzen. So, den lassen wir natürlich extra rauskommen, damit wir das Item gleich schon grabben können. Und nicht erst das Schneider brauchen. Wir sind auch geil Level 17, also ist alles gleich vorbei. Also habe ich natürlich nicht gewechselt, ich Idiot. Ah ja, holen wir uns, grabben wir uns mal gleich das Item. Geheimpower! Ist eine eigentlich eine ziemlich starke Attacke, ne? Ich glaube 100... Was war das? Über 120? 120? Ne, war Geheimpower, was war das denn? Welche Attacke waren das? Ich glaube Punch irgendwas, glaube ich, hieß das. Oh, ich hab's vergessen, den Namen. Irgendwas mit Punch war das. Power Punch, glaube ich. War das Power Punch? So, nach dem Rettern vielleicht. Eventuell Level 16 incoming. Ah, Level 16. Nice. Und Level 28 haben wir noch. Gut, dann können wir das auch nochmal schnell hier fertig kriegen. Und yeah. Hey, aber entwickelt sich. Da kriegen wir auch gleich Konfusion. Und es wird größer. Ich frag mich halt, woher Kadabra jetzt den Löffel hat, also Abra den Löffel hat. Ich glaube, ist anscheinend irgendwo in der Gene mit drin, ne? Ah. Da haben wir es. Glückwunsch, dein Abra wurde zu Kadabra. Abra, Kadabra, Simsalabim. Und Konfusion haben wir jetzt halt, auch als Attacke, damit sie es auch werden kann. Meine Freundin hat so ein süßes Pokémon, ich bin furchtbar neidisch. Welches ist es denn? Relaxo oder was? Guck mal, oh, Mirabla ist gleich ein schönes Opfer. Gleich mal mit Konfusion konfurisieren. Weil wir brauchen auf jeden Fall ein zweites, wir hatten eh sowieso ein zweites Pokémon gebraucht für die zweite Arena-Leiterin. Misty. Deswegen werde ich gucken, dass ich hier auf jeden Fall noch mit 20 Kadabra wäre halt übelst sick. Weil vorher ist es halt ein bisschen zu früh.
Haben wir. Adabra kann schön bleiben. Auch an dem Part werden wir definitiv noch an den zweiten Ohren rankommen. Ah, es ist sogar. Ach ja, stimmt. Konfusion. Kann ja auch sogar Verwirrung auslösen. Und weil du ein blödes Pokémon bist. Danke. Ah, Level 17. Dadadim. Spieler besiegt Göre Elisa. Wenigstens ein gängiger Name. So, die sagen eigentlich nichts wirklich. So, jetzt sind wir im Bills Haus und das ist Bill. Hallo, ich bin ein Pokémon. Spaß beiseite. Ich bin keins. Nenn mich einfach Bill. Ich bin ein waschechter Pokémaniac. Glaubst du mir nicht? Mir ist ein Experiment missglückt. Dabei wurde ich. Zu dem, was ich jetzt bin, oder was? Ne, dabei wurde meine Zellen mit denen eines Pokémons kombiniert. Sieht das aus? Hilfst du mir? Nö. Ciao, er muss reinhauen. So, jetzt war er da und wir verpissen uns. Ah, er kam irgendwie wieder raus. Okay, schade. Ich dachte, wir können ihn jetzt einfach da drin gammeln lassen. So, mit einem Klick irgendwas. Smash hat den Zell-Separator im Gang gebracht. Und daraus kommt deine Mutter. Dididim, als hätte man irgendwas erhalten. Pill, klasse, danke Kumpel. Du hast bei mir etwas gut. Bist du hier, um dir meine Pokémon-Sammlung anzusehen? Nein? Das ist schade. Wie kann ich dir nur danken? Nimm einfach das hier. Ja, das Bootsticket für die RMNS Titanic bekommen. Also die in Oranienburg City dann halt anlegt. Das Witzige ist einfach, ich frage mich gerade, ob wo dann unser Rivale reinkam, hat er einfach das Instant bekommen? Oder, ich meine, er musste ja nicht helfen anscheinend. The fuck? Weil da werden wir unseren Rivalen das nächste Mal treffen. Deswegen ist es gerade ein bisschen komisch, aber naja. Oh, ich mir so einen Rock drüber. Die Polizei steht da einfach und macht nichts. Die Leute hier wurden beraubt. Das Team Rocket steckt hinter dem abscheulichen Verbrechen. Sogar die Polizei ist dagegen. Team Rocket macht los. Ich meine, der Rüpel, der gammelt da. Guck es dir doch an. Er gammelt da hinten. So eine geile Polizei. Steht einfach nur daneben. Sperrt noch nicht mal ab oder so. Den Tatort. So, machen wir den schon. Die Arena-Leiterin. Beziehungsweise machen wir erstmal die zwei Trainer da. Das kriegen wir noch hin. Zipper ist auch ein cooles Pokémon, ja. Ist auch ein cooles Pokémon. Ich muss mir mal Konfusion als erste Stelle setzen. Nicht, dass ich aus Versehen mal, auf Teleport komme oder so. Das wäre irgendwie ein bisschen blöd. So, da bist du auch die Geschichte. Es ist halt sehr schön, so viel XP zu bekommen. Amushas hat einen besseren Verteidigungswert, bringt aber gegen von Konfusion nichts. Ja, und gleich Level 18. Also mit Level 18 gehe ich dann quasi in $64. Ihr werdet ja hier richtig minderwertig bezahlt. Wie, du? Ich bin schon zu gut für dich. Mist, die muss ich nicht mit dir abgeben. Okay, das werden wir jetzt mal rausfinden. Was hast du denn zu bieten? Starmie, glaube ich, oder sowas. Die Goldini, what the fuck, man. Das ist, glaube ich sogar eine. Nee, das ist Level 19. Nassmacher. Wollt ihr auch nichts hier bringen. Stärke des Feuers wurde geschwächt. Ich habe bloß kein Feuer-Pokémon. Also, auf dem Feld. Ruhig hier rauf. Why? So, Level 18. Aber Goldini gibt wenigstens gut XP. Und Aussetzer. Könnte sogar, glaube ich, in dem Fight ganz nützlich werden. So, dann werden wir es einfach mal. Wir probieren das einfach mal.
Du musst neu sein. Ich habe dich noch nie gesehen. Wenn ein Trainer zum Profi werden möchte, muss er sich eine Pokémon-Taktik erarbeiten. Auf welche Weise fängst du deine Pokémon? Meine Strategie basiert auf dem gnadenlosen Offensiveinsatz von Wasser-Pokémon. Na dann zeig mal her, Schnittchen. Eine Herausforderung von Leiter Misty. Also ich habe sie doch herausgefordert. Nonsens. Stern du. Ja, Konfusion, das andere können wir jetzt eigentlich auch nicht machen. Härtner. Ja, steigert dein Verteidigungswert, das wird dir nichts bringen. Mäuschen, das wird dir nichts bringen. So, ja, Stern du ist nicht die Gefahr, also ihr Starmie ist halt eher. Und sogar Insta Level 19, nice. Ihr Starmie ist halt ekelhaft. Allein wegen erstens Aquaquelle habe ich so oft Pech. Das ist halt ein Psycho-Pokémon auch noch, ne? Aber es verwirrt, ha! Das wollte ich gerade sagen. Aquawelle verwirrt mich immer. Und jetzt wirst du Schaden kriegen, ich sag's dir. Ha! So einfach geht es. Da werden wir es halt gucken, weil es halt auch Genesung ist. Es ist halt wirklich... Ist nicht mehr verwirrt, naja, was soll's. Aquawelle, ich bin jetzt verwirrt, ich kenn's. Ich sag's euch, es ist wirklich manchmal komplett stupid. Also ich werde gucken, dass es auf jeden Fall aussetze. Das ist ja selbstverständlich. Ah ja, eine Aquawelle, ich bin Geschichte. Ja. Aber es verwirrt mich immer. Ich ziehe die Verwirrung an. So, Glutex zu Level 28 ist gut 7 Level höher als ihr's, aber... Aquawelle zieht rein, so bam, ins Gesicht. Und Genesung. So war's mal klar. Und das nicht wenig. Bitte, hitte. Yes, baby. Nochmal Genesung? Ja, ich mache mich. Es wird sie bestimmt so lange machen, bis ich nicht treffe oder so, weil sie dann genug Leben hat, um anzugreifen. Aber auch der trifft. Mit einem Volltreffer. Easy. Gerne nochmal Level. Fast 1000 XP, ist halt nice. Alles klar, ich überlasse dir den Quellenorden. Als Zeichen deines Triumphes. Smash gewinnt 2100 Pokédollar. Ah, der Quellenorden lässt alle Pokémon bis Level 30 deinen Befehl gehorchen. Sogar Außenseiter gehorchen dir. Deine Pokémon können den Zerschneider nun jederzeit einsetzen. Du kannst kleine Büsche zerhacken und so neue Wege freilegen. Zu guter Letzt schenke ich dir noch mein Lieblings-TM. Das ist natürlich Aquawelle. Verwirrungswelle. So, dann halten wir jetzt auch den zweiten Orden. Der ging sogar besser, als ich dachte. Ich dachte, ich müsste Kadabra noch mindestens auf Level 20 oder so trainieren. Aber es wurde ja auch schon im Fight quasi gegen Starmie schon Level 19. Das hätte, glaube ich, auch nice gewesen, dass es halt recht verwirrt hat. Und quasi Glutex und nicht eine Aquawelle abbekommen hatte, weil ich glaube, es hätte fast Half-Life gezogen. So, dann werden wir uns mal jetzt, weil die Polizei es nicht tut, mal uns um den Rocket-Rügel kümmern. Alles hier verwüstet. Hi. Ha, steh, hier, bleib draußen. Hä? Ich bin draußen. Ich bin nur ein unschuldiger Passant, was? Glaubst du mir etwa nicht? Ich seh's, Alter. Die Verkleidung ist natürlich nicht so auffällig. Hallo. Ja, ist schön, dass du Kampf bist. Da kommt für sonst knallt da richtig rein. Ich glaube, ab Level 22 kriegen wir Psystrahl oder Psystrahl, wie man es wie gesagt aussprechen will. Traumato. Na gut, ist jetzt ein bisschen blöd mit Konfusion. Schau, macht mir Shit. Oh, nee, bitte. Ich werde es auch mit dem Waffkonfusion skippen. Oh, du Wichser! Ah, das hat so einen Aussetzer gemacht. Aber jetzt noch, zack. Ist gut, ich gebe auf, ich verschwinde. Geht doch, Junge, geht doch. So, TM28 ist Schaufler, wenn ich mich
recht in Sinn kann. Nehmen wir mal auf Beutel. Yes, ist Schaufler. So, da haben wir... Oh. Gut, da gehen wir mal ins Pokécenter. Bevor wir dann uns... Oh, bevor wir uns dann aufmachen. Gut, den Zerschneider brauchen wir. Das heißt, wir müssen uns Richtung Orania City begeben. Wir werden jetzt auch unser nächstes vorübergehendes Teammitglied fangen. Ja, unser Mauzi könnten wir uns jetzt auch gleich fangen. Unser schönes Mauzi. Na, na. Das lässt du. Ja, aber hier gibt es natürlich noch Pokékämpfe. Die werde ich mal versuchen, ein bisschen zu skippen. Level 20. Noch ein Hornlio. Jetzt werde ich erstmal den Scheiß hier hinsetzen. Damit ich mich bloß nicht mal verklicke auf Teleport. Der eine hat sogar einen Shiggy. Der hier. Ah, da ist es auch Mauzi, Baby. Kommission tötet dich, glaube ich, eh ist. So, dann suchen wir dich nochmal. Beutel, let's go, Pokéball. Komm, Mauzi. Danke. Hat's instant ein Item? Ne, schade. Ja, es hat halt hier Wesenmutig sogar. Ist ganz okay. Mitnahme, kann Objekte aufnehmen. Ja, das ist unser Sonderbonbon oder unser... Wir geilen halt auf Nuggets. Pikachu! Oh, Level 21. Noch ein... Psy-Schalter ist schon auf Level 21. Ist ja halt quasi Konfusion in etwas stärker. Grrr, ich hasse es zu verlieren. Guck, der hat ein Smetbo. Das ist nicht sehr effektiv. Komm, yeah. Gibt halt viel XP. Man sieht's. Ist auch ein übelst geiler Trainingsspot, hatte ich mal rausgefunden. Weil wir jetzt auch gleich den Kampf an, bekommen. Quasi kann man nochmal die ganzen Trainer herausfordern. Also man muss so und so viele Schritte laufen. Ich glaube 100 oder sowas, weiß ich nicht genau. Und hat dann quasi, kann dann quasi die Leute nochmal herausfordern. Also es tut dann auf das Ding wie so ein Telefon. Und dann die Leute, die kriegen dann so ein Ausrufezeichen, wenn sie... noch mal kämpfen wollen, und das kann man mit dem Smetball halt die ganze Zeit machen, und es gibt halt viel XP, und da kann man mal schnell alles auf Level 40 trainieren, ne? Was halt nicht so viel Sinn macht, so Pokécenter waren wir. Da können wir uns, obwohl, ich weiß nicht, können wir ja schon raufgehen, ich weiß es nicht. Wir müssen auf jeden Fall ein paar mehr Pokémons fangen. So, Aufwecker, gut, das könnten... Können wir auch dementsprechend mal auch gut gebrauchen. Würde ich sagen, gehen wir mal zu der MS Anne. Genau, die Anne ist es. Oh, schöne Melodie. Ist einfach schon fast so groß wie das Schiff. Und werden uns mal alles hier angucken. So, die ersten wollen schon Duelle. Es ist Zeit für ein Duell. Ich glaube, der Gentleman Kano. Ist auch ein cooles Feuer-Pokémon. Ah, gut, Bedroher. Wird uns jetzt nicht allzu jucken. Oh, Level 23. Reflektor. Ist besser aus als. Konfusion, glaube ich, erstmal. Reflektor, das war dieses Ding in Lichtwand, die 5 Runden leicht vor psychischen Angriffen schützt. Ja, ist halt besser als Teleport, also why not? Psychokinese dauert halt ein bisschen. Oh, ja, genau, hier können wir unsere Pokémons aufpeppen. Ah, er fängt uns halt gleich instant ab, der campt da auf seinem Stuhl.
will nicht kämpfen. Hat sich anscheinend schon rumgesprochen, dass ich jetzt hier am Übernehmen bin. Aber die wollen alle Schläge. Kriegen sie, wenn sie wollen. Kriegen sie, wenn sie wollen. Kein Thema. Ich glaube, der hat einen Relaxo quasi, was wir uns... Achso, er verfolgt das Team Rocket. Ich glaube, dann auf der anderen Seite haben wir einen Gentleman, der uns quasi Pokédex-Eintrag in... Superball, okay. Einen Pokédex-Eintrag von Relaxo gibt. Ich glaube, aber hier war auch eine Beere. Ich habe jetzt was anderes erwartet. Hast du schon von Relaxo gehört? Das schläft und frisst den ganzen Tag. Aber wenn es schläft, dann kannst du auch nicht fressen. Sind überall Bären drin. Ich kram's halt einfach aus dem Müll raus in der Küche. Ist halt. Yeah! Ah, der Typ war das. Habe ich noch nie ein solches verschlafenes Pokémon gesehen. Es sieht ungefähr so aus. Es sieht nicht ungefähr so aus, es sieht so aus. Relaxo! Ist auch ein cooles Teammitglied, was ich mir mal beim ersten Run gemacht habe. Ist eigentlich ein unterschätztes, starkes Pokémon. Und sollte es auf jeden Fall nicht unterschätzen. Ich meine, Initiativwert ist halt komplett im Keller so, aber wenn man es mit Schnarcher spielt und kann es schon ziemlich stark sein und ziemlich penetrant, meiner Meinung nach, wenn man es auch noch mit Erholung spielt. Ich meine, das Viech juckt es nicht wirklich, wenn... Oh, warum habe ich jetzt das nochmal gemacht? Juckt es nicht, wenn es schläft, deswegen, ja. Ah! Genesung! Auf jeden Fall. Für Aussetzer. Genesung ist halt wunderbar. Das werde ich auch bis zum Ende des Kits behalten. Also Psychokinese kommt auf jeden Fall noch dahin. Und dann mal gucken, wie ich das baue, das Kadabra. Hat da irgendwas für mich? Ich habe schon Leute auf Pokémon übers Wasser gleiten sehen. Okay. Also Surfer würde ich jetzt mal sagen. Ja, ihr werdet auch bedient, ihr werdet alle bedient. Konfusion sollte für die Low Levels reichen. Och du, komm, hast du Vulcano? Also sicher. Das ist so richtig Gentleman-Style. Ponita. Ponita haben wir jetzt auch quasi einen Pokédex-Eintrag. X-Angriff. Achso, die Pokémon von Bill waren quasi, ich glaube, Aquana. Weiß nicht, ob Psyana drin ist, aber die ganzen Evoli-Entwicklungen. Okay, die machen alle keine Kämpfe mehr. Dann gehen wir an die Spitze. Sag ich schon. Ans Deck. Weil hier wollen noch welche. Hier wollen noch welche Schläge. So, Macholo ist auf jeden Fall Geschichte. Tatara auch, was ein Gifttyp ist. So, ich bin der König der Welt. Okay. Noch jemand? Yeah, wie wäre es mit einem Tenzin-Baby, sag ich doch. Passt, Titanic, passt einfach. Ja, Mushas ist auch ein cooles Pokémon. Austos ist die Weiterentwicklung Austos. Testos. Aber der Verteidigungswert ist halt nicht schlecht, aber ja, der Rest ist halt boostet. Und dann werden wir uns mal wieder dem Gary sag ich schon, dem Blau widmen. Ich wusste, ich würde dich hier treffen. Hat man dich tatsächlich eingeladen? Wie kommst du mit deinem Pokédex voran? Ich habe bereits 40 verschiedene Pokémon gefangen. Ist das möglich? Ich würde mal zu tendieren, eventuell. Also ich weiß nicht, ob man das machen kann. Na gut, mit dem Entwickeln und so. Da muss er ja ganz schön stark sein. Also muss er nur am Fang sein. Tauboga, das sind die alle so vom Level her. Na gut, 19, das wird alles noch kein Problem sein. Ich meine, ich einfach Psystrahl.
Psi-Strahl, Psi, whatever. Oh, Level 27 ruft. Na ja, schon gleich auf ab mit unserem Glutexo. Oh, ich hätte auch Genesung machen können. Weil der Initiativwerfung gerade ab war, ist halt auch richtig gut. Das heißt, wir greifen. Oh, ohne Lichtbiss, es tut weh. War easy. Dum. Radikal wird radikalisiert. Ah, okay. Ah, da, guck mal, Mauzi trägt schon ein Item. Mein süßes Mauzi. Oh, er hat auch einen Kader, aber schon. So. Es soll angeblich ein großer Meister im Umgang mit dem Zerschneider an Bord sein. Aber da war nur ein seekranker alter Mann. Der Zerschneider ist äußerst nützlich. Du solltest den alten Mann besuchen. Ciao. So, da würde ich sagen, mache ich hier einen kurzen Cut. Und wir hoffentlich sehen wir uns dann gleich beim nächsten Part, wenn wir mal uns den alten Knacker angucken. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bis dahin. Ciao.